Gott zum Gruße, seid mir auf das Herzlichste gegrüßt hier auf Schloss Weikersheim im Jahre des Herrn 1759. Erlaubt, dass ich mich formell vorstelle. Mein Name ist Christiana Frederika von Ilten. Geboren wurde ich 1703 als Tochter des K&K-Infanterieobristen Ernst Karl Adam von Ilten in Rudolstadt. Mit 22 Jahren wurde ich aufgenommen in den Hofstaat meiner seligen Fürstin Elisabeth Friederike Sophie, geborener Prinzessin von Oettingen, hier in ihrem Hofstaat auf Schloss Weikersheim. Ihr diente ich über 30 Jahre, bis zu ihrem Tode im vorigen Frühjahr. Nun, meine Fürstin Elisabeth Friederike Sophie, geborene Prinzessin von Oettingen, hatte hier ihre Residenz in Weikersheim mit ihrem Mann Graf Karl Ludwig von Hohenlohe-Weikersheim. Nun, die Linie ist erloschen. Der gesamte Hofstaat wurde aufgelöst, das Schloss steht seither leer. Auch ich, das Hoffräulein, musste das Schloss verlassen. Ich habe hier in Weikersheim eine hochherrschaftliche Wohnung bezogen, gemeinsam mit meiner Mutter und meinen beiden ebenfalls unverheirateten Schwestern. Und nur noch ab und an, wenn mir Besuch gemeldet wurde von besonders hohem Range und hoher Abstammung, so wie Sie heute, dann kehre ich noch einmal hierher zurück, um die hochherrschaftlichen Räume zu zeigen.